Herzlichen Dank. Ich werde doch Sie versuchen, jetzt keinen zu langen Vortrag über das zu machen, aber es ist wirklich ein begeisterndes Thema. Also es ist für mich immer so die erste Phase auch, wo man dann selber merkt, ob das Thema, das man nach vielen Diskussionen hin und her dann irgendwie entscheidet, ob das auch greifbar wird, ob man das auch umsetzen kann, und das merkt man wirklich an sich selbst, wenn man dann sich einlässt in die Auseinandersetzung, in die Recherche und dann einfach merkt, wie viele tolle Verbindungen und Connections sich da aufgeben dazu. Und die Christine hat schon auf natürlich einen wichtigen Zusammenhang hingewiesen. Wir sind in einer Zeit der Krise, die zumindest so für unsere Generationen, wie wir jetzt auch da herinnen sitzen, in der Form sicher erstmalig auch in dieser Tiefe, in dieser Konsequenz, in dieser weitreichenden Form ist. Und diese Krise hat einfach dazu geführt, dass an allen Ecken und Enden sozusagen die Suche nach dem Ausweg aus der Krise losgeht und dass auch die Frage, ob es nicht notwendig wird, die Dinge endlich einmal zusammenzuschauen, also dieses Big-Picture-Denken auch zu entwickeln, damit auch vielleicht einen neuen Zugang zu Problemen und möglichen Problemlösungen zu finden, das hat einen richtigen Hype oder fast ja einen richtigen Boom eigentlich in letzter Zeit erlebt. Und ich glaube, man muss beides hier sehr stark einmal an den Anfang stellen. Das eine ist natürlich, dass es selbstverständlich notwendig sein wird, in einem bisher nicht dagewesenen Ausmaß die Dinge im Zusammenhang zu betrachten und zu bearbeiten. Aber das Gleiche ist, dass man dem auch mit unheimlich großer Skepsis gegenüberstehen muss. Weil eigentlich ist es ja, wenn man es ein zweites Mal überlegt, ein viel zu einfaches Rezept. Wenn wir wirklich so sozusagen aus der Krise kommen können, dass wir jetzt nur unseren Tunnelblick aufgeben und einfach ein bisschen größer und globaler denken, so einfach wird es nicht spüren, so einfach wird es nicht sein. Und ich glaube zunehmend, dass diese ganze Frage oder die Diskussion, die Beschreibung unserer jetzigen Zeit als Krise eigentlich Ablenkungsmanöver ist oder mehr ein Zeichen einer bestimmten Ratlosigkeit und Hilflosigkeit, die wir haben. Weil was ist, wenn das Ganze, was wir jetzt durchmachen, keine Krise ist? Eine Krise heißt immer, jetzt geht es uns gerade schlecht, nicht? Wie eine Krankheit, das muss man jetzt irgendwie durchstehen und dann muss man halt irgendeine Medizin zuführen und ein bisschen schwitzen und es schmeckt irgendwie schlecht, aber nachher ist eh wieder alles gut und man kann so weitermachen, wie man will. Und wenn man jetzt von dieser Frage der Weltbilder und des Big Pictures anschaut, dann merkt man, dass irgendwie die Dinge nicht mehr so zusammenstimmen. Sie sind plötzlich nicht mehr so einfach. Und ich glaube, das hat schlichtweg einen Grund. Wir sind noch Teil einer Kultur, die über Jahrhunderte gelernt hat und damit gewachsen ist, die Welt aus dem Zentrum heraus zu betrachten. Und wenn man allein von der Mathematik hergeht, also das ist fast Grundschulmathematik, ne, um das da geht. Wenn ich mich im Zentrum wähne oder im Zentrum bin und ich muss dann sozusagen eine Kreisbewegung, ich muss die Bewegungsbahn um einen Mittelpunkt darstellen und berechnen, dann ist es unheimlich einfach. Das ist eine Linie und das haben vor tausenden Jahren schon haben die frühen Mathematiker gewusst, wie man den Umfang eines Kreises perfekt beschreiben kann. Nur sobald man aus dem rausfliegt, sobald man merkt, dass man nicht mehr im Zentrum ist und Teil einer großen Bewegung ist, die da mit vielen Attraktoren, mit vielen Anziehungs- und Abstoßungskräften durch die Gegend durbelt, dann sind selbst die modernsten Supercomputer unserer Zeit nahezu überfordert, diese Flugbewegungen, diese Bahnen der Bewegung überhaupt noch zu beschreiben. Und ich glaube, das, was wir uns einfach zunehmend vor Augen führen müssen, ist, dass es nicht darum geht, jetzt eine Krise zu durchtauchen, sondern dass es darum geht, in der neuen Welt, jetzt kann man es ein bisschen provokanter sagen, in der neuen Weltordnung, das Ding hat es angesprochen, die ganze Verlagerung von atlantischem Zentralismus jetzt hin zu einer pazifischen Epoche, zur pazifischen Machtkonglomeration, wie immer das dann auch ausschauen wird. Ne? Diese neue Welt auch irgendwie zu akzeptieren und damit anzufangen umzugehen. Und was wir dafür brauchen, ist natürlich Bilder. Wenn wir Veränderungen, egal ob es jetzt die tollen Veränderungen sind, die aus Wissenschaften kommen, Entwicklungen, Einflüsse, als Gesellschaft brauchen wir immer Bilder und nicht erst seit wir eine massenmediale Gesellschaft sind, sondern eigentlich schon von
Anfang an, man vor Tausenden, Zehntausenden von Jahren, haben die Menschen schon Bilder in ihre Höhlen gemalt und in unserer Mediengesellschaft ist das natürlich auch so. Nicht? Also das ist sozusagen der Beginn unserer massenmedialen Zeit mit dem Fernsehen. Das ist die Familie Eisenhower, die da gerade vor dem Fernseher sitzt. Und der Fernseher ist auch dieses tolle Beispiel dafür, wie eine Technologie beides wird. Nicht? Zum einen zum Medium, zum Bildträger, aber selbst eigentlich zu einer Ikone für eine ganze Zeit. Eine Ikone, die als Bildträger, wie gesagt, sehr wichtig ist, aber die auch eine ganze kulturelle Prägung für uns alle geschaffen hat. Diese Konsumorientierung, die ganze Frage, wie stehen wir zur Öffentlichkeit, ist Öffentlichkeit etwas, wo wir teilnehmen, oder ist es Öffentlichkeit etwas, das wir sozusagen draußen da hinter diesem Fenster irgendwelchen anderen Leuten überlassen, das ist wahrscheinlich eines der signifikantesten Trennungen zwischen uns, der Fernsehgeneration, und dieser gerade heranwachsenden Twitter-Generation. Und natürlich bemühen sich gerade die Politiker, wenn es darum geht, beim Big Picture nicht hinten zu bleiben, massiv da irgendwie sich anzuhängen. Dieses Phänomen, dass dann Politiker ihre Facebook- und Twitter-Seiten lancieren, ist natürlich in Amerika schon längst gegessen. Und so wie halt in den 50er Jahren die Familie Eisenhower mit diesem neuen Ikon, mit diesem Bild des Fernsehens aufgetreten ist, haben wir da den Barack Obama mit dem Erfinder oder dem Gründer, dem Jack Dorsey, der einer von den zwei Twitter-Gründern ist, wie er da gerade irgendwie aus dem Weißen Haus irgendwo in die Welt hinaus twittert. Und ich glaube, es ist eine ziemlich schöne Entwicklung eigentlich anzuschauen in dieser ganzen Zeit von den 50er Jahren, die sozusagen nicht die Erfindung, aber die gesellschaftliche Einführung des Fernsehens. Das dauert ja immer ein bisschen Zeit, bis dann wirklich eine kulturelle, gesellschaftliche Relevanz von so einem Medium sie umsetzt. Und dann kommen wir in diese fantastische Zeit, 57, fliegt das Sputnik herum, das Weltraumrennen beginnt und zum ersten Mal sehen die Menschen die Erde von außen. Und das haben Sie sicher alle schon 100-mal gelesen und als Journalisten wahrscheinlich bei vielen Anlässen selbst zitiert, aber dieser berühmte Overview-Effekt, jetzt nehme ich dann zwar vielleicht, aber dann den Big Sound oder den Big Picture, dieser berühmte Overview-Effekt, der in den 60ern begonnen hat, der wirklich auch wiederum zum Symbol, ein Bild, dieses Blue Marble, wie es geheißen hat, das Bild, das zum Symbol wurde für diese ganze aufkeimende Ökologiebewegung. Und natürlich das Buch von der Rachel Carson, der stille Frühling, The Silent Spring, das ist Anfang der 60er Jahre schon rausgekommen. Also es ist natürlich auch da nicht so, dass man sagt, das Bild ist durch die Medien gegangen, das Bild haben wir im Fernsehen gesehen und dann haben wir angefangen darüber nachzudenken, dass wir die Welt vielleicht auch irgendwie ein bisschen sorgfältiger behandeln müssen, weil wir zum ersten Mal wirklich ein Symbol, ein Bild dafür bekommen haben, wie fragil, wie verletzbar, wie wunderbar, aber gleichzeitig wie großartig unser Planet ist. Sondern das sind wie immer Bewegungen, die parallel gehen, aber damit sich Bewegungen ausdrücken können, damit sie sie umsetzen, vervielfältigen, multiplizieren können, braucht es die Bilder. Und in unserer Bilderkultur ist natürlich dieser Begriff vom Weltbild, und da tut sich die deutsche Sprache wesentlich leichter wie die englische, weil die hat nicht wirklich ein Wort wie Weltbild. Und wir im Deutschen haben einfach diese wunderbare Doppeldeutigkeit. Ne? Das ist das Weltbild, das in den 60er Jahren sozusagen generiert wurde. Dessen konkret ist ein bisschen später, das ist eine Aufnahme von Apollo 17, also da waren dann schon wieder einige Jahre dazwischen, aber in dieser Zeit hat es begonnen, dass wir tatsächlich die Welt von außen sehen können. Und das hat ein neues Weltbild auch des Denkens, des Konzeptes über unsere Welt nicht hervorgebracht. Ich glaube, das ist immer, das ist diese kurze, diese Verkürzung, die man so schnell macht. Ne? Weil die Bilder sind so eindrucksvoll und dann sagt man, sie haben was getriggert. Aber es ist immer dieses Wechselspiel, sie stehen für etwas und sie bringen etwas in eine Breite, in eine Massenkultur. In diese Zeit fällt auch der legendäre Bericht von Club of Rome über die Grenzen des Wachstums. Ich meine, das sind jetzt, glaube ich, 1972 oder was ist der rausgekommen. Da müssen wir jetzt auch bald ein Jubiläum feiern. Und ist auch spannend, nicht? Weil mittlerweile ist das irgendwie eine Geschichte, wo man sagt, das, was vor 40 Jahre sind das dann her, wenn es 72 war, was damals einige wenige Wissenschaftler, einigen wenigen Experten und zuhörbereiten Politikern und Politikerinnen irgendwie präsentiert haben, ist mittlerweile wirklich angekommen. Also trotz aller Wirtschaftskrise, dieses Bewusstsein,
dass, oder vielleicht gerade jetzt auch wegen der Wirtschaftskrise umso mehr, dieses Bewusstsein der Grenzen des Wachstums ist etwas, das wirklich ein Teil unseres Weltbilds auch geworden ist. Und wie so oft ist, sind es natürlich die Wissenschaften, die nicht nur die Bilder brauchen, sondern immer wieder auch die Bilder hervorbringen. Und es ist ja auch sehr spannend, wenn man sie da anschaut. Jetzt muss ich da mal schnell springen, weil ich den falschen Link gesetzt habe vorher. Also so im Sinne dieser Overview-Effekt-Bilder, wo plötzlich ein Bild, das aus der Wissenschaft, aus der Technologie kommt, zur Ikone eines völlig neuen Denkens wird. Und diese Vorstellung, dass der Mensch sozusagen so funktioniert, wie es diese Bilder suggerieren, dass wir unser Gehirn so weit jetzt verstehen können und begreifen können, dass wir einfach hergehen und sagen, ja wunderbar, dort wo es da gerade rot aufflackert, dort ist die Sprache, dort ist dieses Gefühl, dort ist dieses Gefühl. Wir sind längst so weit, dass die Wissenschaft genau erklären kann, wo das Gottesgefühl im Hirn ist, und es gibt Experimente, die man ganz formlos ansteuern kann, wo man Menschen genau an diesem Bereich des Gehirns ein starkes Magnetfeld hinhäutert, und dann haben die alle ein Gotteserlebnis. Dann glauben die alle, irgendwie der Erzengel ist runtergekommen oder irgendein anderer, je nachdem, welcher Kultur und welcher Religionsgemeinschaft sie von ihrer Sozialisierung her anhängen, glauben die, sie haben eine Begegnung mit etwas Göttlichem gehabt. Und das funktioniert für Katholen genauso wie für Buddhisten und für Leute aus dem Islam. Völlig fantastisch, kann man ganz normal sozusagen technologisch simulieren. Dass das natürlich auch nur ein Teil des Ganzen ist, ne? Und dass jeder, der sich dann einmal ein bisschen mit dem beschäftigt hat, mit der Gehirnforschung, sofort merkt, dass das wieder genau diese Vereinfachungen sind, die uns auch sehr schnell missleiten können, wo man irgendwie in eine falsche Richtung kommt und zu einfach anfängt, über die Welt zu denken. Das ist auch eine dieser Fragen, die, glaube ich, mit diesen Big Pictures total wichtig sind. Und das ist so ein zweites Big Picture unserer jüngeren Vergangenheit, das wahrscheinlich mindestens die gleichen auch Auswirkungen hat wie diese Erde von außen. Das andere so quasi das nächste Overview-Effekt-Bild, das Gehirn von innen und dann sozusagen überhaupt das Leben in seinen Grundlagen. Ne? Und diese Bilder von der DNA, die sind auch wieder natürlich mehr als nur eine Darstellung von wissenschaftlichen Erkenntnissen. Auch sie suggerieren wieder, dass in dem Moment, wo irgendwer einmal hergegangen ist und Watson und Crick haben das halt geschafft, dass sie herausfinden, wie da die Moleküle aufgebaut sind, und dann entsteht ein Bild draus und sofort entsteht irgendwie dieser Eindruck, okay, passt, können wir ablegen, haben wir verstanden, wissen wir, wie es geht. Und das ist auch so ein sehr interessanter Punkt, wo dann sie sozusagen aber für einen kurzen Moment Wissenschaft und breite Gesellschaft, Massenkultur eigentlich treffen. Die Wissenschaft legt dann ihr Icon, ihr Symbolbild sozusagen als Kuckucksei in der Gesellschaft ab, geht weiter. Kein Gentechniker, kein Molekularbiologe würde jemals das glauben, was die meisten von uns glauben, dass das wirklich so einfach ist. Die wissen alle ganz genau, weil sie einfach lang genug studiert haben und das tagtäglich machen, dass das Vereinfachungen sind. Dass es nur darum geht, bestimmte Botschaft in einem Bild, in einem Symbol auszudrücken. Für uns sind das aber universelle Symbole geworden. Und es entstand der Eindruck ganz breit in unserer Gesellschaft, aha, super, wir haben die Grundlagen des Lebens im Griff, der Code des Lebens. Nicht? Und dann denkt man wirklich, naja, Code, das ist so wie mit dem Computer, da programmiere ich irgendwas, muss halt viel Nullen und Einsen eingeben, und da habe ich halt viel von diesen DNA-Buchstaben, und dann kann ich wunderbar hergehen und die Dinge irgendwie verstehen. Und so gefährlich diese Vereinfachung ist, so spannend ist sie auch wieder, weil plötzlich taucht dann sowas auf wie synthetische Biologie. Oder Leute wie Greg Venter oder George Church hergehen und wirklich anfangen, Enzyme zu konzipieren am Reißbrett und fantastische Zukunftsvisionen entwickeln, dass es vielleicht bald möglich ist, im Labor Enzyme herzustellen, die Radioaktivität auffressen können sozusagen und die aus unserem Hausmüll und aus unseren Abwässern sozusagen über Nacht Wasserstoff generieren können und wir alle Energieprobleme der Vergangenheit lösen. Und ich glaube, das sind so ein paar Beispiele, wo man einfach merkt, wie immer in beide Richtungen, so quasi für die Missinterpretation, für den Fehlschluss,
aber auch immer für dieses Öffnen von Visionen, die dann am Anfang völlig verrückt ausschauen. Und das mit den Grenzen des Wachstums in die 70er Jahre hat auch keiner wirklich ernst genommen, und 40 Jahre später wissen wir, dass wir dort sind. Und genauso wie es jetzt sozusagen für uns immer ein bisschen komisch daherkommt, wenn so Leute wie der Ray Kurzweil ihre Ideen von der Singularität haben, oder wenn der George Church daran denkt, dass man sozusagen die Eroberung des Weltalls damit machen wird, dass man eben Lebensformen jetzt mit synthetischer Biologie generiert, die das tatsächlich aushalten können, am Mars zu wachsen. Ne? Wo der gar nicht mehr daran denkt, dass wir wirklich Menschen auf den Mars bringen, sondern dass wir Lebensformen erzeugen werden, die dorthin fahren. Völlig absurd, und man denkt sich, na, vielleicht ist das nur so ein Eskapismus, und bevor wir uns mit den wirklichen Problemen auf der Welt beschäftigen, ist es uns sogar lieber, solche schräge Ideen zu glauben und denen irgendwie nachzugehen, dass wir mit synthetischer Biologie irgendwann einmal das Weltall erobern werden. Ein anderer so ein schöner Bereich, wo einfach das Zusammendenken und Zusammenführen von Wissenschaften die Weltbilder wieder ändert, ist im Moment in der ganzen Anthropologie. Ich meine, wir haben das alle noch so gelernt, das ist Luzi, ne, wie da irgendwann einmal im heutigen Äthiopien sozusagen zur Welt gekommen ist und sich dann symbolisch ist sie die Figur geworden, die sie dann von Afrika aus in die Welt aufgemacht hat und die ganze Welt irgendwie erobert. Und jetzt mache ich einen halb seriösen Ausflug gleich einmal in ein ganz anderes Big Picture, weil es stimmt. Die Luzi hat wirklich von Äthiopien aus die ganze Welt erobert, zumindest die Welt unserer Zeit, unserer Medien. Wenn Sie in das großartige Google-Panorama, in die Bilder aus der Google-Web Luzi eingeben, dann finden Sie tatsächlich unter den Bildern, die ersten beiden Bildern sind Versuche der Nachbildung, wie Luzi vor ein paar hunderttausend Jahren damals irgendwie ausgeschaut haben könnte. Und dann geht es weiter. Das ist unser Big Picture von Luzi. Man ist natürlich auch, wenn man über Big Picture denkt, kommt man ganz klarerweise einfach auf die Big Pictures unserer Medienwelt. Das ist sozusagen Google Earth, der Nachfolger dieses Blue Marble geworden. Das, was damals nur der Blick von oben drauf war, ist jetzt einfach der Blick von innen rein. Und das ist einfach fantastisch. Ich meine, Google Street View, die ganze Welt ist ein permanentes Foto geworden. Bis hinein in die Wohnzimmer, muss man fast sagen, in die Privatsphären und alles. Und es ist wirklich ein unendliches Repositorium an Kuriositäten über unsere Welt. Das beschreibt wahrscheinlich nichts unsere Welt so gut wieder mal wie dieses neue Big Picture. Und das Interessante zwischen diesem Big Picture der 60er Jahre, also dem Big Picture der Weltraumfahrt und des Fernsehzeitalters, und diesen Big Pictures, wie es da gerade von der Luzi oder von Street View irgendwie sagt, das sind wieder diese Dinge, wo wir auch mit dem Logo hinkommen. Es geht jetzt nicht mehr darum, es reicht auch nicht mehr aus, davon zu reden, naja, jetzt, wir sind diese globale Gesellschaft, alles ist groß, wir müssen die Welt als ein Ganzes betrachten. Auch die Idee vom holistischen Denken muss endlich neu ansetzen. Es ist einfach nicht mehr so, dass wir uns darauf zurückziehen können werden, auch wenn man es noch so anstrengen wird, es nie mehr wieder kommen, dass man die Welt so schön von einer Zentralperspektive aussieht. Und unsere ganze Denk- und Bildkultur ist seit der Renaissance, ich meine, das ist noch immer für uns alle die größte Erfindung der Kunstgeschichte, dass irgendwann einmal der Brunelleschi draufgekommen ist, wie er seine architektonischen Visionen in eine Zentralperspektive bringen kann. Und so ist natürlich auch diese Möglichkeit der Darstellung zu einer roten Faden, zu einer Guideline sozusagen und des Entstehens von Weltbildern geworden. Und natürlich hat nicht der Brunelleschi und die Maler der Renaissance dafür gesorgt, dass es dieses westlich-zentralistische Habitus gibt und die ganzen Kolonisationen und was weiß ich und all diese Dinge und wie sie Amerika dann als Weltpolizist entwickelt hat und all das, das ist nicht verursacht. Aber es ist wieder diese wunderbare Gleichzeitigkeit da. Und ich glaube, das, was so spannend ist, wenn man auf das schaut, wie die Kultur und die Kunst mit den Bildern umgeht, dann könnte man vielleicht ein paar Dinge schon früher erkennen und besser erklären. Und ich finde es mit der Luzi deswegen auch so wichtig, weil für lange Zeit war einfach unser Bild in der Anthropologie wirklich so, okay, irgendwann passt, der Mensch entsteht, er macht sich auf den Weg, erobert den Planeten und ist halt
weder weil es in Afrika posiert, hat uns eh genug Schwierigkeiten gemacht, dass das nicht irgendwo in Europa oder in Amerika irgendwie posiert ist, aber es ist so dieses wunderbare ideologische Weltbild, das dabei rausgekommen ist, dass der Mensch von einem Ort aus die Welt erobert, die Welt kolonisiert und besitzt. Und wenn man sich das heute anschaut, auch im Lichte der Erkenntnisse, wie was das ist, mit diesen Denisova-Homoniden, wo man merkt, da stimmt irgendwas plötzlich nicht mehr. Also der Homo sapiens anscheinend doch einmal irgendwie in seinen Frühphasen mit Neandertaler geschnackselt und so weiter. Und dann kommt man plötzlich in unserem wunderbar schönen Ahnenbaum, der jahrhundertelang zurückgeht auf diesen einen Punkt, Bingo, ne, kommen dann plötzlich so Störfaktoren und solche Dinge rein. Und eigentlich, wenn wir uns das vorgestellt haben und einfach geglaubt haben, diese Vorstellung, dass wirklich die Erde von einem Punkt der Welt aus sozusagen wie mit einem Masterplan bevölkert wurde und nicht irgendwo an vielen anderen Orten der Welt viele andere Möglichkeiten auch des menschlichen Lebens entstanden sind, die ist genauso borniert, kurzsichtig oder ideologisch motiviert, wie es einfach bis zum Darwin war, dass man gesagt hat, naja, eigentlich ist ganz klar, irgendwann hat da mal einer aus den Wolken runtergegriffen, hat ein bisschen Sand aufgemischt und bing, und ja, eine Frau brauchen wir auch noch, Adam, gib mir eine Rippe und jetzt machen wir die Frau auch noch. Weil das nimmt keiner mehr ernst als Weltbild. Wir nehmen es ernst, klarerweise als Teil unserer Kultur. Es ist einer der großen, nachhaltigsten Mythen, die die Menschheitsgeschichte jemals hervorgebracht hat, die uns bis heute prägt. Aber als wissenschaftliche Realität, und das Gleiche ist da passiert. Ne? Hat man ein paar Dinge, man ist ja wirklich nicht viel, ne? Die paar Knochen, die man da gefunden hat, und darauf baut man ein ganzes Weltbild auf. Und es ist schön, dass solche Weltbilder einfach auch wieder zusammenbrechen. Und es gibt immer wieder in der Kunst und in der Wissenschaft und vor allem in diesen Grenzüberschreitungen Leute, die ihre ganze Arbeit in das investieren und sagen, man muss einfach die Bilder neu machen, weil dann fangen die Leute neu zum Denken an. Der Buckminster Fuller war einer der ganz großartigen Figuren wieder des letzten Jahrhunderts, der sich dann zum Beispiel aufgemacht hat und gesagt hat, man muss einfach einmal hergehen und die Welt sozusagen, ich brauche sie eh nur so darstellen, wie sie ist. Nicht auf Weltkarten zeichnen, wo einfach, weil wir Europäer irgendwann einmal angefangen haben, Weltkarten zu zeichnen, ist immer Europa in der Mitte und alles ist dann rund um uns völlig verzerrt, sondern machen wir eine Darstellung einfach der Erdoberfläche, genau wie sie geometrisch richtig ist. Und wenn man sich diese Bilder von ihm anschaut, dann schaut die Welt plötzlich ganz anders aus. Also allein, dass oben und unten irgendwie austauscht ist, dass links und rechts irgendwie nicht mehr so passt, plötzlich sind ganz viele Dinge offen. Alles das, was er quasi vorher noch als klare, lineare, auch Rechtfertigung von Machtverhältnissen gedient hat, bricht dann plötzlich auf. Und in unserem globalen Zeitalter ist das natürlich wieder eine ganz andere Geschichte. Wenn ich mir jetzt sozusagen die Topologie des Internet-Traffics anschaue, dann haben wir natürlich nach wie vor diese wunderbaren Machtzentren. Nicht? Wo sind die dicken Leitungen? Natürlich von Amerika weg in beide Richtungen, nach Europa und nach Asien. Aber in diesen Dingen, wenn man sich das dann genauer anschaut, und da würde ich jetzt gar nicht im Detail drauf eingehen, das werden wir dann im Herbst so also richtig schön durchspülen, dann geben sie plötzlich ziemliche Machtverschiebungen. Weil in einem Zeitalter, in dem Medien wie das Internet die Dominanz haben, ob es jetzt in der ökonomische Infrastruktur ist oder als kulturelles Leitmotiv und so weiter, da zählen plötzlich Demografien ganz anders. Und dann ist es einfach so, dass einfach diese enorme Menge an Menschen, die es halt in Asien gibt, plötzlich wirklich eine ziemliche Rolle spielen. Und eines meiner Lieblingsbilder, die ich gar nicht oft genug herzeigen kann, Sie haben das sicher schon mal gesehen in meinen Präsentationen, aber das sind 20 Jahre Entwicklung. Das obere Foto ist Shanghai 1990, das untere ist Shanghai 2010. Ich meine, was braucht man da noch irgendwie für dazu sagen, von wegen die Angst der Europäer, irgendwie ihre Führungsmacht zu verlieren? Ne? Und irgendwie der Tag war in einer österreichischen Zeitung, ich weiß jetzt gar nicht mehr welche, ich habe es im Flieger gelesen, war ein Interview mit einer Südostasien-Expertin, die halt irgendwie das so ganz locker irgendwie beschreibt, ja, die ganzen Probleme, die ihr da jetzt habt, das hat ja nur damit zu tun, dass ihr nicht erkennen wollt und nicht einsehen wollt, dass Europa einfach seine Macht verliert. Und ich habe das gelesen und ich habe richtig gemerkt, wie man einfach das zu lesen, wie selbstverständlich die das sagt, einen Stich ins Herz gibt. Also ich meine, es ist ja wirklich hart, damit sie zu konfrontieren, dass wir vielleicht da irgendwie abdanken. Und ich meine, es gibt dieses eine andere Beispiel, das zwar immer sehr umstritten ist, klarerweise die PISA-Studie, was
soll man da noch zusätzlich drüber sagen? Ich blende da gleich den Bereich aus, wo Österreich ist, da ganz unten, also damit wir da nicht über Österreich reden. Aber wenn wir uns das obere Drittel anschauen, und wenn man mal nicht über Europa redet bei PISA, ne, sind die Finnen besser wie die Schweden und die Schweden besser wie die Deutschen und die Deutschen besser wie die Österreicher, sondern wie schaut es denn auf der Welt aus? Da hat nämlich ganz Europa schon abgedankt. Spielt überhaupt keine Rolle mehr. Ein paar Ausreißer zum Glück, ist eh gut und schon. Ne? Aber dann sagt man natürlich, nein, wir wollen das ja nicht, dass da irgendwie diese interessierten Äffchen, die da in Schuluniformen herumsitzen müssen. Also ich glaube, in unseren Schulen schaut es auch nicht viel anders aus wie in den chinesischen. Und wenn man dann irgendwie weitergeht und sich das Ganze einmal in einer anderen Dimension ausschaut, wenn die aus der Schule rauskommen und in die Universitäten gehen, da gibt es diesen wunderbaren Wettbewerb Battle of the Brain, wo Programmierer, Studenten, Studentinnen auf der ganzen Welt das schauen, dass sie schwierige Programmieraufgaben in sehr kurzer Zeit lösen können. Und da gibt es zuerst lokale Ausscheidungen in den Universitäten, wer sind die besten Studierenden, dann gibt es nationale Ausscheidungen, wer ist die beste Uni, und einmal im Jahr treffen sie alle Unis der Welt zu diesem Wettbewerb. Und wenn man sie anschaut, da, ich weiß nicht, ob Sie das von hinten einigermaßen sehen können, die ersten Preisträger, das ist jetzt vor 2010 die Statistik, 2011 schaut sicher nicht anders aus, weil das ist seit Jahren immer das Gleiche. Shanghai, Moskau, Taiwan, Taras, Schremsko, Kiew, die Petroschowosk, das ist in Sibirien, dann sind wir wieder in China und so weiter und so fort. Ne? Und mit Ausnahme am Platz 12 Schweden, ne? Also die schwedische, die Uni in Stockholm, das sind die einzigen, die, sag ich mal, vom, ich sage das jetzt bewusst natürlich provokant, vom richtigen Europa. Nicht? Weil man könnte ja sagen, dass Kiew vielleicht doch auch zu Europa kehrt. Und zwar nicht nur als organisierte Banden, die uns die Autos stellen und so weiter. Oder Warschau finde ich da auch irgendwo noch. Nicht? Also vielleicht sollte man doch einmal unseren etwas veralterten und mittlerweile obsoleten, unsere arrogante Haltung gegenüber den östlichen Nachbarn ändern, weil das Spannende ist, wenn man dann schaut, wie es weitergeht. Nicht? Weil am Anfang hat man den Eindruck, das kann nur zustande kommen sein, weil die wirklich guten Unis, nicht? Also unsere Leistungsträger im Westen, die haben da nicht mitgemacht. Aber dann findet man sie alle, Stanford, Cornell, Tokio, MIT, Carnegie Mellon, also alles das, was wir noch gelernt haben, das sind die Strongholds der Zukunft. Dort sind die Innovationskräfte, da ist die Kreativität da. Ich finde, das ist ein sehr spannender Bereich, sich einfach da vor dem vorzustellen, wie können neue Weltbilder ausschauen, wie müssen sie ausschauen. Vielleicht schauen sie ja so aus, ne? Wie dann, das ist noch das alte Hallstatt. Wer weiß, ob das neue Hallstatt, wo die Getreidegassen auch gleich drinnen ist, nicht einfach spannend, das Bessere ist als es heute. Das, ohne dass jetzt aus Oberösterreich ausgebürgert wird. Mir ist natürlich auch das lieber, das ist schon klar, aber es ist einfach auch eine dieser ganz vielen spannenden Bewegungen. Und ich glaube, in diesem Zusammenhang müssen wir uns bewegen. Wir müssen eins natürlich merken, dass wir dabei diese neuen Medien als Feind wie als Partner haben. Weil sie führen natürlich dazu, dass unsere Weltbilder, unsere Möglichkeiten, sie vertausendfacht haben, multipliziert haben, sich total fragmentiert haben. Aber es gibt uns auch wieder, gerade mit den neuen Visualisierungstechnologien, es gibt sowas wie neue Zentralperspektiven. So wie der Brunelleschi und die Renaissance-Typen damals den Raum ins Bild reinbringen konnten, müssen wir jetzt hergehen und diese globale Dimension ins Bild bringen. Das ist eine Geschichte, die ist, glaube ich, schon 3 Jahre alt. 2009 hat der Jens Dorp das gemacht. Das ist eine Visualisierung von Twitter-Nachrichten. Sie kennen das Twitter, das sind diese 140-Zeichen-Dinger, die man da so SMS quasi, die man per Computer an alle schicken kann. Und wie man weiß, schicken sie die Menschen hauptsächlich ja total wichtige Botschaften wie bin gerade beim Frühstücken, bin gerade in der Straßenbahn, sitze gerade am Klo und so weiter. Ne? Und da denkt sie immer, mein Gott, was sind das für Idioten, dass sie sich nichts Besseres zu sagen haben. Ich glaube, dass es aber vor allem daran, dass man es vor allem so sehen muss, dass die Leute, dass wir Menschen nämlich wirklich nichts Besseres zu tun haben und dass wir gar nichts Besseres tun können, als jede Gelegenheit zu nutzen, uns gegenseitig mitzuteilen, was uns gerade beschäftigt, was uns gerade irgendwie ans Herzen geht, wofür wir uns gerade irgendwie engagieren. Und dann ist es natürlich so, dass die Menschen Guten Morgen sagen in Twitter mit ihren Twitter-Messages.
Und der Herr Dorp hat das einfach da visualisiert und hat 11.000 Twitter-Nachrichten an einem Tag, in denen Good Morning vorkommt, also die englische Version, visualisiert. Alle Grünen sind die Early Birds, die glaube ich vor 7 in der Früh Guten Morgen sagen. Die Orangen sind die so von 8 bis 9. Die Roten sind die ein bisschen spätere nach 9. Und wenn so ein schwarzes Ding auftaucht, dann hat irgendjemand Good Morning getwittert zu einer Uhrzeit, wo es bei ihm sicher nicht oder bei ihr sicher nicht zeitlich angebracht wird. Und sich das einfach anzuschauen, wie da unser Ameisenhaufen wurdelt, was da irgendwie einfach so alles abgeht, das sind schon Dinge, wo man eigentlich Bilder von dieser Welt auch in einer anderen Form kriegen kann. Oder da gibt es eine andere schöne Visualisierung, die hat auch mit, viel mit Twitter zu tun. Love, Hate, Think, da habe ich Begriffe und den kann ich mir aussuchen. Jedes Mal, wenn jetzt, während wir da sitzen, irgendwo in der Welt einen Tweet reinschickt, wo Love vorkommt oder Hate vorkommt, dann sehen wir das da. Und plötzlich habe ich einen Blick auf die Welt, der vielleicht wirklich ein Beispiel dafür ist, wie diese Zentralperspektive der Zukunft ausschauen kann. Und ich glaube, das ist das Beste, was wir mit dem Festival machen können. Diese Wissenschaftler, die unser Bild davon, wie wir als Menschen die Erde bevölkert haben, die unser Bild davon, wie unser Gehirn funktioniert, wie unsere Weltbilder da oben entstehen, die uns erzählen, wie die Dinge auf der ökologischen Sicht zusammenhängen, weil sie selbst längst angefangen haben, dieses Big-Picture-Denken anzuwenden und im Big-Picture-Denken auch arbeiten, die genauso wie Künstler, die solche Projekte machen, da in Linz zu versammeln und jetzt nicht herzugehen und sagen, so, und jetzt werfen wir einmal mehr das Big-Picture für die Welt, sondern darüber nachzudenken, mit welchen Strategien, mit welchen Tools, wie müssen wir unsere Medien, all die Möglichkeiten, die wir haben, einsetzen, um das Big-Picture-Denken überhaupt einmal neu zu denken, um wegzukommen von dieser Idee der zentralen Kontrolle hin zu dieser vernetzten, globalen, partizipatorischen Realität. Und dass das eine Realität ist, glaube ich, braucht man heutzutage nicht mehr extra anführen oder beweisen. Sie alle schreiben das tagtäglich öfter, als ich das aussprechen kann, in ihren Medien, schreiben sie über die Veränderungen. Diese Veränderungen der Welt sind eben wirklich Realität geworden. Und das, was für uns natürlich auch extrem wichtig ist, ist in so einem Zusammenhang, dass man da natürlich nicht mehr allein arbeiten kann. Das ist ein Thema, das kann man nur in großen Netzwerken angehen. Die Ars Electronica ist, glaube ich, dafür prädestiniert, weil seit 1979 Netzwerke aufgebaut wurden, die internationalen Verbindungen, die Freundschaften, die Partnerschaften, die Kollaborationen bis nach Asien und Amerika, genauso wie bis nach Munden und so weiter, nach Oberösterreich, sind da absolut wichtig. Wir werden dementsprechend auch gemeinsam mit der Open Commons Initiative da in Linz, die Wikisym, das ist eine Fachkonferenz der Expertinnen und Experten, die sich mit diesem Thema der Open Commons, also des neuen Gemeinguts in der virtuellen, in der digitalen Welt auseinandersetzen, die wir an der Konferenz herbringen. Wir haben eine Partnerschaft begründet mit Seed Magazine. Das ist eine extrem spannende und wirklich auch sehr renommierte Agentur und ein Magazin aus New York, die sich gerade in diesem Bereich der Wissenschaftsvisualisierung, der Vermittlung von Wissenschaft, der Datenvisualisierung in den letzten Jahren extrem hervorgetan haben und das für die Wissenschaft genauso wie für die Wirtschaft machen. Also ein super Link sind wieder in diesem Kunst-, Technologie- und Gesellschaftsdreieck, in dem wir sind.